Meine Damen und Herren, liebe DM- und Rossmann-Kunden, es ist soweit, das Neo-Magazin Royal kommt heute Abend wieder. Unser Gast heute, Lea-Sophie Kramer, meine Damen und Herren. Schön, dass du da bist. Danke, danke. Unternehmerin, Multitalent und Gründerin vom Erotikversand, Sexversand, Erotikversand, ne? Ja, also wir sagen Marke fürs Liebesleben. Marke fürs Liebesleben. Amorelie, heute Abend reden wir über das 24. Türchen vom Amorelie-Adventskalender. Ich muss aber vorher noch ein paar Formalitäten klären. Lea Sophie Kramer mit C, Sophie mit PH, Sternzeichen. Das ist super. Widder. Widder? Ja. 32. Mit dem Kopf durch die du bist Wand. Jahrgang? Welcher Jahrgang? Also 32 Jahrgang? Ja, 87. Jahrgang 87. Ja, ja. Welches Türchen im Amorelie-Adventskalender würdest du Jan für seine Leistung als Moderator heute öffnen? Oh Gott. Weißt du denn, was in diesen Adventskalendern drin ist? Oder sind ja. die immer random? Nein. Nein? Die sind aber sowas von Hand selektiert von unserem Team. Mit Dramaturgie? Ja, totale Dramaturgie. Und du hast eine App dazu und so und du folgst so einer ganzen Journey. 67% aller Leute haben das Türchen 1 nach dem ersten Tag getestet schon und für gut befunden natürlich auch. Aber irgendwann aber hat man wir Muskelkater. Haben das in der App. Du sagst dann, ja, habe ich gemacht. Ja. Ja, aber das, ist doch schön. Dass man so weiß, keine Ahnung, am 6.12. in Norddeutschland gibt es Nikolauslaufen, da sind die Kinder aus dem Haus, dass man am 6.12. vielleicht was hat, wo man mit mehr Zeit investieren kann oder so. Das haben wir so. Auch, haben wir auch. Aber ich würde, was war das, was ich dir empfehlen ja, würde? Ja, was würdest du mir empfehlen? Welches Türchen? Ich würde dir schon die 24 geben. 24. Also, schon das Schönste. Okay. Und das ist, ist das denn Spoiler, Unisex? Spoiler, da ist was für beide drin. Mhm. Und das ist so ein Vibro-Eck, das führt sie ein und du hast dann die Fernbedienung dazu. What? Aber ist es nicht mit dem Ganzen mit der Lithium-Batterie wahnsinnig gefährlich für die Scheidenflora? Nee, da achten wir drauf. Ich komme aus der Generation Bravo. Ich bin immer noch traumatisiert von der Dr. Sommer-Rubrik, wo Mädchen erzählen, dass sie sich mit dem Duschkopf selbst befriedigen. Und immer Dr. Sommer gesagt hat, Scheidenflora, Scheidenflora. Aber Lithium-Ionen-Batterien ist doch auch Scheidenflora, Scheidenflora. Oder? Scheidenflora, aber wir Scheidenflora. Für die Scheidenflora, ich kann es schon geil aussprechen, Scheidenflora, Scheidenflora. Ja. Haben wir so Gleitgele mit so einem neutralen pH-Wert? Mir ist die Scheidenflora egal. Nein, also ganz, also nicht. Das ist total wichtig. Ja, ja, eben. Beide. Aber du hast dann die Fernbedienung, das ist dann besser zu handeln. Okay, und wenn es langweilig wird, kann ich die App switchen. Ich bin ganz kurz bei Sky, weil heute spielt Werder. Sekunde, was? Ach so. Es gibt Vibratoren mit App, also mit einer echten Fernbedienung oder auch App-Controllable. Ja, da kannst du wirklich, während du hier so tust, als ob ist du auf deinem Handy... So wie bei Coinmaster, dass man sich für 2,99 € neue Vibrationen dazu kaufen muss oder sowas. Das ist all inklusive. Ja, ich bin kurz vorm Orgasmus, wirf mal 5,99 € rein. Dann geht's hier richtig ab. Das ist ja ganz schön. Aber was für eine geile Idee. Das wäre gut. Ja. Sind wir doch gar nicht drauf gekommen. Ja, noch ein Jahr länger, Amorelie. Ja. Oder eins mit GPS, dass man immer weiß, wo man es im Körper gerade drin hat. Ja. Welches Sextoy würdest du unseren Mitarbeitern zur Verbesserung ihrer Leistungsfähigkeit empfehlen? Also ich lasse auf jeden Fall diesen Adventskalender hier. Auf jeden Fall. Dann kann ja jeder Mitarbeiter jeden Tag ein Türchen und dann siehst du halt am nächsten Morgen, wie glücklich die dann wiederkommen. Ah, okay. Ja, aber es ist ja immer nur ein Toy drin. Da kann immer nur ein Mitarbeiter... Ja, aber sind die 24? Oder Sharing. Oder wie viele Mitarbeiter hast du denn? Sextoys. Pass auf, wie Leinroller. Oh, Sextoys mit einer Sharing. Reusable. Ja. In großen stehen einfach am Fußweg rumliegen. mit so einem QR-Code. Man kann auch auf einer Karte gucken, wo das nächste ist. Und nachts kommt mit so weißem Lieferwagen kommt die Amorelie-Crew, sammelt die alle ein und lädt die auf. Es gibt so viele Möglichkeiten. Für das Hauptprogramm müssen wir dringend unsere Effizienz optimieren. Würdest du uns als Daily Routine euren Morning Dance empfehlen? Was ist denn der Amorelie Morning Dance? Ja, wir tanzen jeden Montagmorgen. Das ist schon absurd, wenn ich sagen muss. Wir tanzen so Vibratoren-Moves. Also pass auf. Seit 7 Jahren, ich kann es auch nicht, also das ist nicht mehr wegzukriegen. So. Aber da tanzen auch alle, vom Praktikanten bis zum CFO. Und es gibt zum Beispiel eine Flexi-Felix-Analkette. Und die geht so. Und dann gibt es die Hula-Beats-Liebeskugeln. Die gehen so, der Dance-Move. Und dann gibt's, das ist der schönste, der ist saupeinlich, aber
Aber nein, ich mache ihn trotzdem. Also auf jeden Fall gibt es den... Ich mache mit, komm. Okay, ach, danke. Das ist mich nicht geil. Also es gibt auch den Analplug und der ist so. Okay. Und das tanzen wir wirklich. Also es ist immer ein anderer, wir haben jetzt 140 Leute, davon ist immer ein anderer Choreograf des Dances. Mhm. So, ich weiß nicht, 30, 40 Moves. Und dann hat halt irgendwie Bibi aus dem Customer Service gerade... Ist dran und dann tanzt sie und alle tanzen. Wir sind im öffentlich-rechtlichen Sender, wir sind beim ZDF. Wo ist die Grenze zwischen Morning Dance und MeToo? Naja, das ist aber was, also das ist ja... Völlig anders. Völlige Separation. Also, naja, aber bei uns in der Firma würde kein Mensch je mit MeToo kommen. Wirklich nicht? Nee, also wir haben eine krasse Frauenförderung bei uns in der Firma, mhm, und nehmen sozusagen die eigenen Grenzen unfassbar ernst. Und es ist kein verklemmtes Klima, wo ja sowas eher passiert als in einer offenen Firma, wo über alles gesprochen wird oder irgendwie das... Nee, es ist kein verklemmtes Klima. Es ist aber auch nicht, dass es jetzt die ganze Zeit nur, also es geht die ganze Zeit nur um Sex, aber irgendwie jetzt nicht so, dass man die ganze Zeit selber irgendwie aroused ist oder das irgendwie total spannend findet, sondern es ist dann doch irgendwie wie andere Produkte halt auch. Aber ihr habt auch Customer Service, ne? Also ihr habt auch, wenn Kunden sich beschweren, das müsst ihr dann auch beantworten. Ihr seid ja Hersteller, klar, oder Versender und ja, ja, sind Leute und am Telefon, immer, die dann... Die haben den Spaß ihres Lebens. Also ja, die wirklich, haben da, ne, Anrufe, ja, ja. Ja. Wir haben die absurdesten Anrufe, ist wirklich so. Und dann, wir haben ja auch, also wir haben nicht nur Customer Service, sondern auch Operations und dann haben wir immer... Früher hatten wir immer Retouren, die zurückkamen. Jetzt gehen die in so ein anderes Lager, aber früher kamen die auch bei, ja, uns. Und dann kamen neue Mitarbeiter rein und dann war es immer so der größte Witz, dass man sagt so, ah nee, haha, pass auf, Vorsicht, Retoure, das Paket war ein anderes. Und die so, oh. Das heißt, Leute kaufen was bei euch, benutzen das und sagen, ah nee, doch nicht. Nee, aber das geht nicht, weil wir haben Hygienesiegel drauf. Das heißt, du kannst es sozusagen nur verpackt zurückschicken oder halt nicht. Macht irgendwie Sinn. Okay. Letzte Frage. Als Gründerin hast du gelernt, richtig Feedback zu geben. Das ist Unternehmerin einmal eins. Wie lautet dein Feedback zur heutigen Ausgabe der Sendung? Boah, ich kann ja jetzt nur noch nach diesen vier Regeln immer Feedback geben. Ne? Das eine ist objektives, also objektive Situationsbeschreibung. Nee, erstmal objektiv. Wir waren heute hier. Mhm, so, dann okay. Ich-Gefühl. Ich habe mich wohlgefühlt. Okay. Dann muss ich sagen, eigener Anteil. Ich habe natürlich auch ein spannendes Thema. Das stimmt. Und dann vier, Wunsch oder Erwartung fürs nächste Mal. Ich würde mich freuen, wiederzukommen wahrscheinlich. Ah, okay. So geht's. So geht Feedback? Ja. Bei uns wird einfach geschrien und geschlagen. Ich habe früher habe ich auch die ganzen ersten Schritte mal ausgelassen und dann einfach sofort den Wunsch. Aber das funktioniert auch nicht gleich. Hm. Lea Sophie Kramer, ich freue mich sehr auf die Sendung heute Abend. Du kannst noch, wenn du möchtest, ein Emoji drücken. Das ist unser Neo Magazin Royal Sex Toy. Ja? Bitte nicht einführen in der Sendung. Was? Ich mache hier noch ein anderes Emoji dazu. Und ich darf einfach über die Sendung? Du darfst, genau, einfach draufdrücken, wie du fandest oder dich... Ein Lachsmiley, das verspricht, eine schöne Sendung zu werden heute Abend. Hashtag der Woche lautet Prinz Dumm. 20.15 Uhr in der Mediathek. Wenn Sie adlig sind oder Mitglied des Hauses Hohenzollern, heute Abend ist Ihr Abend. Bis später.